Ja, hallo, herzlich willkommen zu der Lesung aus dem Buch Erinnern Stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive. Das Buch, was wir beide, Massimo Perinelli und ich, Lydia Lierke, letztes Jahr herausgegeben haben. Und wir möchten Sie heute einladen zu einer Lesung aus Textbeiträgen unserer Autorinnen in dem Buch und Mitschnitten aus Videos aus dem Wettprojekt Erinnern Stören, was das Buch ergänzt. Ich erzähle nochmal ganz kurz, wie es zu dem Projekt kam. Vor 2 Jahren gab es in der Stiftung hier Planungen zu 30 Jahre Mauerfall dazu zu arbeiten. Wir haben dann Leute eingeladen, migrantische Akteure, Kooperationspartner, Partnerinnen, von denen wir wussten, dass sie da auch sozusagen zu arbeiten zu dem Thema. Wir dachten, es gibt noch nichts aus einer migrantischen Perspektive zu dem ganzen Komplex Mauerfall und mussten dann aber sehr schnell feststellen, dass sozusagen die Idee, die wir hatten, ganz viele Leute auch hatten und dass es wahnsinnig viele Projekte überall gab. Es gab Filme, es gab Ausstellungen, Leute haben geschrieben und so weiter. Und wir haben im Grunde genommen diese Menschen alle eingeladen, uns an einen Tisch gesetzt und ziemlich schnell beschlossen, dass was es gehen müsste, ist sozusagen diese verschiedenen Projekte und Stimmen und Perspektiven miteinander in Verbindung zu bringen, miteinander in Kommunikation zu bringen und darüber sozusagen so ein Bild, nochmal so ein Panorama zu schaffen von dieser Zeit, deutsche Wende, aber auch eben sozusagen, was eigentlich der Mauerfall bedeutet hat an sozusagen auch Abschnitten an historischer Kontinuität. Also die Frage nochmal über die Mauer historisch rüberzugehen, die 80er Jahre zu gucken, was gab es da eigentlich an migrantischen Selbstorganisierungen, Kämpfen und so weiter. Was haben eigentlich die 90er Jahre bedeutet im Nachgang des Mauerfalls, die ganze Frage der Gewalt und eben bis heute zur Geburt der postmigrantischen Gesellschaft. Also der Mauerfall da drin als eine Zäsur und als ein Wendepunkt. Genau, und das haben wir gemacht mit dem Buch und dem Webprojekt, was Lydia eben schon erzählt hat. Genau, und wir wollen direkt starten mit der Lesung. Vielleicht können wir das erste Standbild schon mal haben. Genau, die Illustrationen, die jetzt gleich folgen werden, sind von den Illustratorinnen Nino Bulling und Burcu Türke. Und die Textstellen der Autorinnen, die wir jetzt vorlesen werden, sind Sharon Adler, Emanuel Adu Acelman, Pablo Dominguez Andersen, Felix Axter, Matthias Berek, Hamza Bütici, Niko Celik, Max Czolek, Nuray Demir, Gürres Egelmes und Naika Forutan. Sowie Elisa Gutsche, Kathleen Heff, Dimitri Kapitelmann, Kadri Ekaci, die heute auch hier anwesend ist, Andrea Karolin Kepler, Efrin Efsun Kiselay, Jana König, David Kowalski, Janko Lauenberger, Lydia, ist natürlich auch im Buch vertreten, Jessica Masuccia, Paulino Miguel, Dante Nguyen, Hannah Piesman, Sabua, Elisabeth Steffen, Ceren Türkmen, Alexandra Welz-Rombach und Cynthia Zimmermann. Nun war Deutschland da, vereint im Sauseschritt und ohne Chance innezuhalten, um auch nur einen Moment darüber nachzudenken, was diese Vereinigung mit der Vergangenheit zu tun hatte und wie sich in Zukunft hier die Minderheiten fühlen würden. Wir schreiben das Jahr 1984, es ist Hochsommer und die Abgase aus den Fabriken belasten die Luft besonders stark. Wir sind im alten Bundesgebiet im Westen der Bonner Republik, die Mauer ist noch nicht gefallen und die 3 europaweit größten stahlproduzierenden Unternehmen in Duisburg haben schon im Frühjahr des Jahres eine Rückkehrkampagne von sogenannten ausländischen Arbeitern gestartet. Als Kinder sprachen wir daheim Türkisch, in der Schule Deutsch, auf den Spielplätzen Jugoslawisch, Italienisch, Arabisch, Griechisch. Die Polizei stigmatisierte den Stadtteil meiner Kindheit regelmäßig als No-Go-Area bzw. als Gefahrengebiet. Die 1980er Jahre erscheinen mir im Rückblick als ein Jahrzehnt, das nicht friedlich war, sondern in dem versucht wurde, die Phase der Anwerbung von Arbeitsmigrantinnen zwischen 1955 und 1973 rückgängig zu machen und ihre Sesshaftigkeit zu verhindern. Das Feuer in dem Wohnhaus in der Wannheimer Straße 301 in Duisburg breitete sich sehr schnell nach oben aus. Im Erdgeschoss des Hauses waren Möbel von Nachbarn zwischengelagert. Sie gehörten im August 1984 zu den Rückkehrern, die am nächsten Morgen, also am 27. August, im Rahmen des freiwilligen Rückkehrabkommens der Regierung Kohl eigentlich für immer in die Türkei hatten zurückfahren wollen. In dieser Nacht verloren der Familienvater Ramazan Satir und seine Töchter Remsiye, Rukiye, Aynur
und Elim Satir 7 Familienmitglieder. Die Wohnungen nahe der Berliner Mauer waren unsaniert und bei deutschen Mittelschichtsfamilien unbeliebt. Die ganze Infrastruktur war ja kaputt. Ich bin ja in dieser kaputten Infrastruktur aufgewachsen und ich dachte, das wäre was Normales, also weil man hier geboren ist. Ich erinnere mich an andere, die aus der Türkei kamen, die waren schockiert, also die waren so schockiert, dass Deutschland so aussieht. Kreuzberg war immer ein Arbeiterinnenviertel und ist auch immer eins geblieben. Vor dem Mauerfall wollte hier niemand leben, weil es im Schatten der Mauer lag. Das wirkte auf jeden Fall noch nach. Die Häuser waren richtig runtergekommen. Obwohl du an der Mauer geboren und aufgewachsen bist, hat diese Mauer nie mit dir zu tun gehabt. Also 89, da war ich 17. Da war ich vermutlich am Kotti. Doch, wie es immer so ist, am Kotti, genau. Und eigentlich haben wir das sehr spät mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist. Erst dann so richtig, als die Leute da ihre 100 D-Mark abholen wollten, weil die ganzen Banken am Cottbusser Tor waren. Und wir haben uns dann gefragt, warum die da Schlange stehen. Und aber natürlich am Fernsehen und so, das hat man schon vorher mitbekommen. Wir haben uns immer aber gefragt, so, warum bei uns die Mauer nicht fällt. Genau, eigentlich war das super unspektakulär für uns. Wenn ich so nachhinein denke, war das ein sehr trauriger Moment. Traurig insofern, dass es so unspektakulär ist für uns. Also wir hatten damit gar nichts zu tun. Obwohl du an der Mauer geboren und aufgewachsen bist, hat diese Mauer mit dir nie zu tun gehabt. Das ist was Erstaunliches. Überhaupt, die Dresdner Straße war immer eine sehr spezielle Straße wegen diesem Hochhaus auch, diesem NKZ. Weil bevor das da stand, waren da Baracken. Also es war sowieso alles ziemlich... Die ganze Infrastruktur war ja kaputt. Ich bin ja in dieser kaputten Infrastruktur aufgewachsen. Und ich dachte, das wäre was Normales, also weil man dort geboren ist. Ich erinnere mich von anderen, die aus der Türkei kamen, die waren schockiert. Also sie waren so schockiert, dass Deutschland so aussieht. Ich weiß nicht, was für Fantasiebilder die hatten in ihren Köpfen, wenn sie in Deutschland ankommen, dass dann überall, weiß nicht, Becher voller Milch und Wein und Honig und fließt. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, wie du den Mauerfall, den Tag des Mauerfalls erlebt hast, was du an dem Tag erlebt hast. Ja, wie gesagt, da war ich in der Schule und wir hörten, dass kam eine Lehrerin, sagte, die Mauer ist gefallen. Und wir alle, ganze Schule ist ja Bernauer Straße, glaube ich. Sind wir gelaufen? Ja, wie gesagt, Freude. Wirklich Freude, wir sind dahin und wollen gerade durch an diese Tor. Und da sagte mir der
Die Konzentrationslager, also die Öfen gibt es immer noch. Sag ich, ja, danke schön. Erstmal Schock, ne? Aber dass ich sofort eine Antwort gegeben habe, wundere ich mich. Normalerweise bin ich, ich schlucke erstmal, ne? Dann sage ich, ja, da kommst du auch mit. Das war's. Ne? Bin ich auch durch. Aber dann aber merkte ich, Vorsicht. Ne? So diese Signalkontrolle. Sag ich, Vorsicht, es ist nicht alle so. Ne? Also alle sind nicht Freunde. Es gibt ja hier Nats gewesen, sag ich. Ne? Das musst du aber aufpassen, nicht blauäugig hier aus Ost-Berlin rumlaufen. Ach, ist es schön. Früher konnte ich ja laufen, es passierte nichts. Aber sag ich, dann, als ich diesen Spruch gehört habe, konnte ich nicht mehr. Was denkst du über die, genau diese Erinnerungskultur zum Thema ja, Wiedervereinigung, Erfahrung der Migranten? Ja, als du mich angesprochen hast, habe ich bis dahin keinen Gedanken darüber gemacht. Wirklich nicht. Habe ich, als du, dann sage ich, mein Gott, das stimmt. Was hat mit uns Migranten alles gemacht? Darüber hat niemand nie was geschrieben. Es war ja nur Deutsch-Deutschen, aber wir haben auch gelebt hier. Darüber, ich fand es, als ihr dieses Projekt jetzt macht, finde ich gut. Das ist wirklich. Es gab ja nichts. Ich habe noch nie was darüber gehört. Finde ich echt jetzt sehr gut. Wir sind ja auch ein Teil von dem Wiedervereinigung von Deutschland. Für die Staatsmacht der DDR war Rassismus nicht vorhanden. Menschen oder Politiker aus den Bruderländern durften dieses Bild nicht stören und hatten stattdessen, so scheint mir, alle Anfeindungen hinzunehmen. Aber die Realität im Freundesland DDR sah ganz anders aus. Der Rassismus hatte ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Bald halfen einige DDR-Bürger den Mosambikanern, Gottesdienste zu besuchen. Sie kamen mit ihren Trabis oder Wartburgs, um die Kirchgänger abzuholen und versteckten sich so lange, bis sie es geschafft hatten, über den Zaun ihrer Wohnheime zu springen. Dann fuhren sie entweder nach Magdeburg, Bernburg oder Halle in die Kirche. Ich bin oftmals in die Disco mitgenommen worden. Wenn man mit den Deutschen kam, war man auch geschützt. Denn bei Schlägereien fühlten sie sich verantwortlich einzugreifen und dich zu beschützen. Der traurige Höhepunkt des Nicht-Gewollt-Seins war für mich der tödliche rassistische Angriff auf unseren Mitschülern Carlos Conceição nach einem Disco-Besuch in der Nacht vom 19. auf 20. September 1987. Er wurde zusammengeschlagen und über das Brückengeländer in den Fluss Bode gestoßen. Ich bin 1989 nach Deutschland gekommen und bin in Wernigerode gelandet. Ja, das war so ein Metallgusswerk Wernigerode. Da habe ich als Schlosser gearbeitet, als Hydraulik-Schlosser. Und dort waren wir, glaube ich, so um die 45 Mosambikaner. Ich war dort Facharbeiter. Man muss bedenken, dass für die DDR, egal welche Ausbildung man hatte, man wurde egal eingesetzt. Und das war ein Metallguss, die Leute waren in der Gießerei. Ich habe gestreikt mit alles drum dran. Ich habe gesagt, ich muss in meine Berufe arbeiten. Ich habe wirklich riskiert, dass sie mich auch abschieben. Aber ich wollte auf keinen Fall was anderes machen. Und dann, nach einer Woche, habe ich dann diese Stelle als Hydraulik geschlossen. Es gab Schichten, wo überwiegend Vertragsarbeiter waren, dann gab es Schichten, wo überwiegend Deutsche waren. Wenn wir uns getroffen haben, dann musste man irgendwie gegen die Pläne arbeiten und dann hatte man sich getroffen. Und das fand ich ganz interessant. Oder hatte man Glück, dass in seiner eigenen Schicht zwei, vier Deutsche, man hat sich verstanden und dann ist man mit denen vielleicht in die Kneipe gegangen. Das heißt, es lag tatsächlich, dass die Leute gar nicht, dass die Schicht so gewählt wurde, dass die Leute gar nicht getroffen haben. Man war angewiesen, irgendwie durch diese Zufallstreffen oder organisierte Treffen gab es auch, wo die Leute Disco gemacht haben und dann hat man Deutsche eingeladen. Also die Einladung lief, aber das war immer so was Organisiertes. Aber nicht, wo man gesagt hat, ah, heute langweilig, ich gehe da oder ich habe gehört, da steht, ich spiele die Gruppe X und dann gehe ich dahin. Solche Fälle gab es wenige. In Wernigerode gab es Vertragsarbeiter aus Vietnam und aus Mosambik.
aber wir hatten unterschiedliche Wohnheime. Wir haben uns gezielt verabredet, aber das war sozusagen nicht erwünscht. Ja, man ist einfach abends dahin gegangen, weil die Vietnamesen haben was verkauft. Oder einige Vietnamesen durften nicht viele Reis kaufen, da haben wir für die gekauft. War ganz interessant. Aus heutiger Perspektive weiß ich, dass es eine Mangelwirtschaft war. Aber ich habe erlebt in Wernigerode, wo eine Vietnamese reinkam und hatte mehr als 3-4 Packungen Reis genommen. Da kam die Verkäufer, hatte das wirklich, sie durften nur 2. Aber wir durften Reis kaufen, wie wir wollten. Aber eigentlich wollten wir mehr Grieß oder Hähnchenfleisch, aber die Vietnamesen waren wirklich, man hat aufgepasst und die waren sowieso viel. Ja. Und da haben wir uns gegenseitig geholfen. Alles, was wir gebraucht haben, haben sie für uns erledigt und umgekehrt auch. Oder die hatten tolle Klamotten, die sie selber genäht haben, haben wir bei denen gekauft. Also wir fanden schon Möglichkeit, uns zu treffen, aber es waren nicht gewünscht. Als die Wende kam, wir hatten Hoffnung. Ich hatte ganz schnell die Idee, nach Hause zu fliegen, begraben. Weil wenn wir nicht mehr unter Kontrolle von diesen DDR-Organen und homosamikanischen Organen, und dann kann ich das machen, was ich, da, was ich immer geträumt habe. Ich wollte zum Beispiel zu DDR-Zeit Abitur machen. Es ging nicht und dann habe ich hab immer geträumt, wenn jetzt was Neues ist. Und am 30. Ich glaube, so, das war im September 90, war mein Vertrag gekündigt. Die haben po gekündigt. Ja. Und wenn man gekündigt war, hatte man keine Chance mehr auf Wohnheim. Man hatte praktisch nur auf seine Abreise gewartet. Das Bleiben war nicht vorgesehen für keinen. Es wurde immer, wie hat sie berichtet, ja, hunderte Vietnamesen sind nach Westen abgehauen. Und ich habe immer Neues Deutschland gelesen, Neues Deutschland, die junge Welt. Und es wurde immer berichtet, wie viele Leute abgehauen sind. Und das waren meistens die Leute aus Vietnam. Und irgendwann kam ich auf die Idee, naja, das könnte eine gute Idee sein. wo sie hingehen, da würde ich die finden. Eigentlich hat mich das ermutigt. Ich bin einfach vom Wohnheim abgehauen. Ja, ich war einfach weg, von heute auf morgen. Ich habe natürlich Tipps von vielen Menschen bekommen. Also es gab viele Leute, die solidarisch waren. Teilweise haben sie mir Geld ausgeliehen, weil meine Geld, was ich da hatte, waren fast alle, haben mir Geld ausgeliehen. Es gab Deutsche, die gesagt haben, du kannst bei mir wohnen. Ich habe auch da gewohnt, die haben mir was zu essen gegeben. Die haben mir auch gesagt, wir begleiten dich zur Behörde. Ich habe meinen Staat legalisiert, aber viel, viel später, erst 2006, habe ich meinen dauerhaften Aufenthalt bekommen. Ja. Man bedenkt, ich bin mit knapp 12 Jahren gekommen und war mit der Ausnahme vielleicht nur 8 Monate in Mosambik. Das heißt, mein ganzes Leben hier, aber trotzdem hat man das nie anerkannt oder so. Das Gegenteil, man wird behandelt, als wäre man gestern gekommen. Das heißt, ich sehe jetzt meinen Beitrag, in dem ich sozusagen diese Herausforderung fortsetze, damit wir den Deutschland haben, den ich mir immer wünsche, eine offene Deutschland, ein Deutschland, wo alle ihren Platz haben. Und mein großer Wunsch, es muss eine neue Geschichte geschrieben werden. Das, was ich heute erlebe, das haben die Gastarbeiter sozusagen erkämpft. Das haben die Studenten, die in den 70er oder vor Jahren erkämpft. Das haben die Überlebenden vom Zweiten Weltkrieg erkämpft. Und deshalb sage ich heute, wir haben zusammen die DDR zu Grabe getragen. Weil es gab schon damals Schüler oder Vertragsarbeiter, die versucht haben abzuhauen. Die haben nach Freiheit gesucht. Das heißt, diese Freiheit, diese Zwänge, diese Enge haben nicht nur die Deutschen, wir haben alle gespürt. Mittlerweile finde ich, es war eine gute Entscheidung, in Deutschland zu bleiben. Immerhin hatte dieses Land die Hälfte mein Leben bestimmt. Und heute
bin ich da, um mitzugestalten und nicht gestaltet zu werden, sondern ich mache mit. Und heute erkenne ich, dass ich mein Land. Deshalb, alles, was ich mache, ich sage nicht mehr, ich mache für irgendwas, sondern ich mache für mein Land hier. Es war ein Schicksal, aber kein schlechtes Schicksal. Es war auch okay, so dass ich hier gelandet bin. Ich trauere die DDR gar nicht, aber es war ein wichtiger Grundstein für meine Zukunft gelebt, sonst hätte ich keine Zeugnis, alles. Das heißt, die Zeit in der DDR war auch wichtig für meine Zukunft. Aber es gibt hier was zu verteidigen. Und in dem Moment, wo meine Vielfalt, wenn man sagt, Deutschland ist vielfältig, ja, und man versteht die Vielfalt, das ist so verlogen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit dem Gesicht zeige, das ist die richtige Demokratie. Wer verteilt die Demokratie, indem wir sagen, nee, mit uns kann Deutschland besser sein. Und ich habe eine deutsche Zeugnis, ich habe eine deutsche Hochschulabschluss, ich habe meine erste Freundin, war hier, also mein ganzes Leben. Und wenn ich das verschenke, wenn ich mich als Passant sehe, und dann habe ich gar nicht gelebt. Und ich möchte leben, deshalb gehöre ich hierher. Und es war eine gute Wahl. Und das heißt, für mich, ich stand von Anfang an fest, dass ich meine Chance suchen würde. Mein Vater wollte unbedingt zu seiner Familie. Seine drei Brüder und deren Verwandte lebten alle im Westen. Doch meine Eltern hatten keine Chance. Unsere Ausreise hätte allen Mitgliedern des berühmten Sinti-Swing-Quintetts die lang erkämpfte Spielerlaubnis gekostet. Das wäre das Ende der DDR-Vorzeigeband, die Ende der 80er Jahre große Erfolge feierte. Im Spitzelbericht der Staatssicherheit heißt es, wir seien Zigeuner von der Stammesgemeinschaft der Sintis. Und letztendlich roch auch die Musik, wie andere Kunstarten, verdächtig nach Freiheit. Mein Vater wurde wegen ihr zum ersten Mal verhaftet. Da war er 16 oder 17 Jahre alt. Auf dem Gymnasium war ich in meinem Jahrgang das einzige jüdische Mädchen. Meine Deutschlehrerin bat mich einmal, mich doch vor die Klasse zu stellen, damit die anderen Schülerinnen sehen konnten, dass Jüdinnen und Juden ganz normale Menschen seien. Dieses Gefühl, zur Mehrheitsgesellschaft nicht dazu zu gehören, war in diversen Phasen meines eigenen Lebens immer präsent. So auch im Oktober 1989, als ich von der Wucht der deutschlandskandierenden, deutschlandfahnen schwenkenden Menschenmassen getroffen, zunehmend gemischte Gefühle entwickelte. Nachdem die Mauer verschwand, traten die Nationalitäten wieder in den Vordergrund, was mich sehr stutzig machte. Ich hatte mich zuvor nie mit meiner Nationalität vorgestellt. Woher kommst du? Es war Donnerstagabend zwischen 20 und 21 Uhr. Ich war 13 Jahre alt und tanzte unter Aufsicht der Lehrkräfte bei der Schuldisco in einer abgedunkelten Aula in Berlin-Lichtenberg. Plötzlich trat ein Mädchen zum DJ-Pult. Sie machte die Musik aus, nahm das Mikrofon und sagte: Leute, geht nach Hause, die Grenzen haben aufgemacht. Meine einzige detaillierte Erinnerung an den 9. November 1989 ist das Loch im T-Shirt von meinem Vater. Er hat sich nicht mal die Jacke übergezogen, als er hastig vom Fernseher aufstand und vors Flüchtlingsheim lief, um sich eine Zigarette anzuzünden. Unser Nachbar war auch schon unten. Zitje Pau, Dada, Zitje Pau. Scheinbar ist irgendwo eine Mauer eingestürzt. Sie guckten beide bedrückt. Auch wir bejubelten den Fall der Mauer und hofften darauf, uns mit den Wessis, die wir heimlich bewunderten, zu vereinen. Wir machten uns auf den Weg zum Cottbusser Tor, wo die zwei älteren Brüder meines Vaters im selben Haus wohnten. Es war überwältigend. Überall herrschte eine Feierstimmung. Und es war kurz auch egal, wer welcher Herkunft ist. Die türkischen Wörter, von denen ich in meiner kindlichen Naivität zuerst dachte, sie seien alle Sinti, machten ihre Kneipe auf, schenkten Menschen aus dem Osten Freibier aus. Aber da hat man schon das Gefühl gehabt, ja okay, die Gemütlichkeit geht verloren. Kreuzberg war ja abgeschottet sozusagen. Adalbert, Marianne entlang der Mauer. Auf jeden Fall kam da etwas auf uns zu, das wussten wir. Und als Kinder hat man diese Wärme in Kreuzberg schon gespürt. Nach dem Mauerfall, da kamen viele Menschen hierher. Da war es nicht mehr abgelegen, sondern die Mitte von Berlin.
Nach dem Fall der Mauer habe ich mich gefühlt wie ein Objekt. Ich wusste nicht, was ich begehrte, was ich liebte, welche Farben ich mochte, ob ich eine Hose oder einen Rock anziehen wollte. Die Vereinigung war der Anfang für die Einschränkung des Grundrechts auf Asyl und für die Abschiebung eines großen Teils der Ausländer im Osten, der auf diese Weise fast ausländerfrei geworden war. In der Folge sollten Asylheime brennen und Menschen getötet werden. Unsere Väter lebten nicht mehr in der DDR. Sie verließen die DDR bereits vor oder kurz nach dem Mauerfall. Aufgewachsen sind wir ohne sie, mit unseren Müttern, in einer Zeit, in der die deutsch-deutsche Vereinigung mit der Zunahme rassistischer Gewalt in den 90er Jahren einherging. Es gab viel Nazi-Gewalt, täglich und extrem gefährlich. Das waren bürgerkriegsähnliche Zustände, wo 30 bis 40 bewaffnete Nazis an der Haltestelle standen und darauf warteten, irgendjemand abfangen zu können. Ich weiß nicht, wie oft ich vor Nazis weggerannt bin. Es war absurd. Wir haben die Ukraine verlassen, weil man gesagt hat, dass Juden und Jüdinnen in Osteuropa von Antisemitismus bedroht seien und dass Deutschland eine historische Verantwortung für sie übernehme. Und dann erlebst du diese Farce, dass du in Ostdeutschland von Nazis umzingelt bist und dein Leben rennen musst. Ganz am Ende, als die Mosambikaner für immer weggehen sollten, erlitten sie die große schwere Attacke 3 Tage lang. Es begann an einem Dienstag und dauerte bis Mittwoch, Donnerstag an. Am nächsten Tag hörten wir, dass die Angreifer fertig waren mit den Mosambikanern, denn diese verließen Hoyerswerda am Freitagmorgen. Dann entschieden sie, in die Thomas-Münster-Straße zu kommen. Es war ein Freitagmorgen und unsere Sozialarbeiter kamen zu uns und sagten, niemand sollte aus dem Haus gehen. Zu dem Zeitpunkt, als wir fuhren, waren keine Nazis da, nur Bewohner von Hoyerswerda. Männer, Frauen, Kinder. Der ganze Platz war voller Leute, als wir in die Busse stiegen. Der ganze Platz. Die Bewohner waren glücklich. Es gab auch ein paar, die sich nicht freuten, aber die große Mehrheit freute sich, als sie sahen, dass wir in den Bussen weggebracht wurden. Mit einem Eklat endete heute der Rostock-Besuch einer Delegation des Zentralrates der Juden in Deutschland. Der Vorsitzende des Innenausschusses der Bürgerschaft, der CDU-Politiker Schmidt, sagte auf einer Pressekonferenz, dem Zentralratsvorsitzenden Bubis, seine Heimat sei Israel. Die diffamierende Absicht dieser Frage war offensichtlich. Der deutsche Ignaz Bubis sollte als Ausländer abgestempelt werden, weil er Jude ist und weil er sich eingemischt hatte. Am Morgen hatte Bubis Lichtenhagen besucht, wo die Brandspuren an den Häusern noch zu sehen sind. Ein Symbol für den Zustand der deutschen Demokratie gut 2 Jahre nach der Vereinigung. Man kann nicht drüber reden. Inwieweit können die sozialen Umstände hier etwas erklären? Wissen Sie, soziale Umstände ist eines und Gewalt ist wieder was anderes. Und die Menschen hier können nichts für die sozialen Umstände unternehmen. Da Überlebende des Pogroms teilweise Soldaten im Vietnamkrieg waren, gab es während des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen Evakuierungsmaßnahmen und Notfallpläne von den vietnamesischen Bewohnerinnen des Sonnenblumenhauses. Dieses hohe Maß an Selbstorganisation hat vermutlich dazu geführt, dass kein Mensch in Rostock-Lichtenhagen gestorben ist. Der Mut der Überlebenden wird in der kollektiven Erinnerungskultur fast vollständig ausgeblendet und vietnamesische Stimmen kaum gehört. Die 1990er Jahre waren heftig. Während ich mich in der DDR vor allem in der Schule gegen antiziganistische Angriffe wehren musste, schwappte die rechte Gewalt nach der Wiedervereinigung auf die Straße über. Genau, und später dann auch Schlägereien. Deswegen ist man immer als Gruppe unterwegs gewesen. Mehrere Leute, mehrere Kinder. Nach dem Vorfall habe ich mir schon Gedanken gemacht, dass die es schon ernst meinen und dass mit einigen nicht zu reden ist, dass man sich eigentlich einfach nur schützen muss. Und einige waren halt fitter und die haben sich schon echt bewaffnet auf jeden Fall. Wir wundern uns sehr, was jetzt in den Betrieben passiert. Dass Kollegen, mit denen wir lange zusammengearbeitet haben im Betrieb und die jetzt auch anfangen, wollt ihr nicht zurückkehren?
Wir haben jetzt die Kollegen hier aus der ehemaligen DDR. Das hat viele auch sehr verletzt, weil sie sagen, wir waren 10, 20 Jahre im Betrieb, am selben Fließband vielleicht, haben gemeinsam gewerkschaftliche Aktionen gemacht, Streiks und alles Mögliche. Jetzt sagen dieselben Leute, zwar in netter Form, aber ihr solltet es euch überlegen, vielleicht geht ihr mal zurück. Das war für viele sehr verletzend. Viele Migrantinnen aus der alten BRD wiederum verloren ihre Arbeit, da zahlreiche Unternehmen in den Osten umsiedelten, um ihre Produktionskosten zu senken. Für die meisten von ihnen kam ein Umzug in den Osten nicht in Frage. Die Angst vor dem immer stärker aufkeimenden Rassismus überwog. Unternehmen, die im Westen blieben, versuchten wiederum durch die Anstellung von ArbeiterInnen aus dem Osten die Löhne zu drücken, was oft zulasten migrantischer Arbeitsverhältnisse geschah. Aber wir mussten auch lernen, dass es verschiedene Deutungsmuster gibt über die Wiedervereinigung. Bloß eine scheint immer gleich zu sein. Migranten, POC oder Blacks haben keinen Platz in der Geschichte der deutschen Wiedervereinigung. Was wir über unsere Väter wissen, ist eine Ansammlung von Erzählungen unserer Mütter und Familienangehörigen, die wir wie ein Mosaik selbst zusammenfügen mussten, wenn wir mit Fragen über unsere Väter konfrontiert wurden. Es ist ja richtig, dass wir in einer postmigrantischen Gesellschaft leben, aber die ist noch nicht in einer Weise realisiert, wie es nötig wäre. Das hat damit zu tun, dass Juden und Jüdinnen in dieser Erzählung oft unsichtbar bleiben und dass es Teile von Deutschland gibt, in denen Migration und Vielfalt normal sind, aber auch Teile, in denen es nicht normal und sogar gefährlich ist. Viele Juden und Jüdinnen begreifen sich stärker als migrantische Minderheit, auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Anders als Teile unserer Vorgängergeneration, die es anstrebten, endlich in dieser Gesellschaft vollständig anerkannt zu werden. Natürlich geht es auch in der Gegenwart um Anerkennung. Aber darüber hinaus steht die Gestaltung von Gesellschaft als Migrationsgesellschaft oder Gesellschaft der vielen zur Diskussion. Es ist ein knallhartes migrantisches System. Es hat mir nichts gebracht, Jude zu sein. Ich wurde an die lange Migrantenleine genommen. Bei der Ausländerbehörde bin ich ein reiner Migrant. Völlig egal, ob ich Jude bin und welche historischen Bezüge es gibt. Ein Problem dabei ist, dass Antisemitismus in bestimmten migrantischen Milieus ein großes Problem ist und dass Rassismus ein großes Problem ist, allgemein in Deutschland und auch in jüdischen Gemeinden. Die Idee von Allianzen über unterschiedliche Herkunftsmilieus hinweg erscheint uns politisch fruchtbar und emotional einleuchtend, weil sie sich in weiten Teilen mit unseren Biografien deckt. Trotz der anstrengenden Erfahrungen, die wir als nicht weiße Kinder im Osten machten und der Mühen, die es bedeutete, in Abwesenheit unserer Väter uns einen Reim auf die Gesellschaft zu machen, betrachten wir unsere Erfahrungen und unsere Biografien als eine Bereicherung. Vor allem aber wissen wir, dass wir nicht alleine sind. Juden und Jüdinnen werden oft nur in Bezug auf die Vergangenheit gesehen und auf den Nationalsozialismus reduziert. Das verkennt die diversifizierten jüdischen Gegenwarten. Das ist für mich eine wichtige Lehrstelle, der man sich zuwenden muss, damit Allianzen und Solidaritäten auf Augenhöhe möglich werden können. Wir alle müssen eine Allianz bilden. Also nicht nur Minderheiten, sondern alle Leute, die in einer freien Gesellschaft leben wollen, wo du nicht bedroht wirst, weil du aussiehst, wie du aussiehst, weil du liebst, wen du liebst. Neulich hat mir eine Person erzählt, dass er nach der Wende mit seiner Familie nach Westdeutschland gezogen ist und die Eltern ihm gesagt haben, dass er in der Schule auf keinen Fall sagen soll, dass sie aus Ostdeutschland kommen. So etwas Ähnliches sehe ich auch in diesem Ost-Awakening. Außerhalb dieses Ossi-Klischees entstehen jetzt ganz viele Gruppen und Initiativen, die ich so ein bisschen mit Kanakertag vergleiche. Ich mache jetzt Ost-Pride, aber nicht auf rechts. Ostdeutsche Migranten und Migrantinnen gelten in der öffentlichen Imagination als verfeindete Gruppen und lassen sich kaum anders denken. Das utopische Moment auch zwischen diesen Gruppen liegt darin, sich ineinander zu erkennen, Empathie zu entwickeln und untereinander ein Band zu knüpfen. Die offizielle Erinnerungskultur an 1989-90, so könnte man folgern, basiert auf einem doppelten Ausschluss. Migrantinnen, für welche die 1990er Jahre zum Symbol eines ausschließenden Nationalsozialismus und mörderischen Rassismus geworden sind, kommen darin ebenso wenig vor, wie all jene Ostdeutsche, welche die Wende vor allem als den Auftakt eines heftigen sozialen, ökonomischen und kulturellen Abstiegs erinnern. Bleibt diese Gesellschaft eine plurale Demokratie oder wird es eher eine autokratische Demokratie? Das ist letztlich die entscheidende Frage, die gerade diskutiert wird. Und in dieser Frage stehen die Juden und Jüdinnen im Zentrum der Debatte. Das ist die symbolische Position, um die gestritten wird im Moment.
Das Sprechen über die eigene Geschichte, insbesondere über die bewegte Zeit der Wiedervereinigung, ist für die vietnamesischen Community ein verhältnismäßig neues Phänomen. Wir hoffen, in Zukunft noch mehr Stimmen hören zu können, in denen die Geschichten von Ossis of Color sichtbar werden. Es geht darum, sich den Platz zu nehmen in der Auseinandersetzung mit dem Mauerfall und seinen Auswirkungen bis heute und für die Zukunft. Die Erinnerungen zum Mauerfall aus migrantischer und jüdischer, nicht weißer Perspektive sind kein Nachtrag und keine fehlende Ergänzung. Sie zu erzählen, ist eine politische Praxis. Es eröffnet ein grundlegendes Verständnis des gesellschaftlichen Paradigmenwechsels, der mit dem Ende des Kalten Kriegs und der Nachwendezeit begann und den wir heute, 30 Jahre später, als Geburtsmoment einer postmigrantischen Gesellschaft beschreiben und rekonstruieren können. Diese multidirektionalen Erinnerungen sind die Basis für die Gesellschaft der vielen, die um ihre Geschichte weiß und ihre Zukunft solidarisch gestalten kann. Vielen Dank. Vielen Dank.